Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hoffe, dass man das gut hört. Vielen Dank für die Einladung an Sie beide. Die Lübecker Porzellstiftung hat ja das besondere Privileg, dass sie fast keiner kennt, obwohl sie eine der größten deutschen Stiftungen ist. Das liegt daran, dass Emil Porzell vor 100 Jahren gestorben ist. Das war so ein Magnat wie Bosch, Krupp, Hösch. Das war der größte Erzehändler Nordeuropas. Er hatte die größten Hufeisenfabriken Nordeuropas, damals kriegsentscheidende Industrie um die Jahrhundertwende. Und er starb kinderlos und hat sein gesamtes Vermögen, die gesamte Unternehmensgruppe in eine Stiftung eingebracht. Und das ist eben diese Porzell-Stiftung, dem wunderschönen Stiftungszweck für das Schöne und das Gute. Und was für Lübeck gut ist, alles muss in Lübeck ausgegeben werden. Und das sind so 25 Millionen Euro im Jahr. Denn das Unternehmen hat 12.000 Mitarbeiter, macht 3 Milliarden Umsatz und keiner kennt die Firmen. Das ist richtig klasse. Das ist richtig hanseatisch. Heute Abend geht es aber um das Thema, was eigentlich mein Leben immer beherrscht hat, das Thema Nachhaltigkeit. Und ich habe so provokativ im Untertitel gesagt, von Rio nach New York und von New York nach Delmenhorst. Denn die Klimaverhandlungen in Rio sind eben schon lange her. Letztes Jahr ist was ganz Erstaunliches passiert. Man hat sich in New York getroffen und hat diese hier vereinbart. Das sind die Icons der 17 Sustainable Development Goals, der Nachhaltigkeitsziele, die die UN verabschiedet hat. Und das ist das erste Mal, dass die Welt überhaupt ein Zielsystem hat. Es gab sonst immer nur mal Verhandlungen zu dem einen oder zu dem anderen Bereich. Es gab dann erstmals mit den Millennium Goals für einen Teil der Welt gemeinschaftlich vereinbarte Ziele, aber die galten nur für Entwicklungsländer und Schwellenländer. Da ging es dann um Reduzierung von Armut, Erhöhung von Alphabetismus, Ausrottung von Krankheiten und, und. Aber das waren eben sozusagen gut gemeinte Ziele vom reicheren Teil der Welt für den Teil der Welt, der arm war oder an der Schwelle zum Reichtum vielleicht steht. Aber er betraf eben nicht alle. Bei den Sustainable Development Goals ist es so, dass diese Ziele wirklich von allen für alle vereinbart sind. Und eigentlich ist es eine Sensation, dass wir das haben. Und ein Ziel wie zum Beispiel die Versorgung, Zero Hunger, die Versorgung mit Lebensmitteln, die sieht natürlich für ein armes Land so aus, dass es überhaupt erstmal darum geht, wie kann man sicherstellen, dass die gesamte Bevölkerung genügend Lebensmittel hat. Aber für ein Land wie Deutschland sind wir im Bereich Nahrungsmittel auch ein Entwicklungsland, denn bei uns werden 40% weggeschmissen. Und das auf den unterschiedlichsten Stufen. Also wenn Blumenkohl gemacht wird, wird 40% des Blumenkohls nur wegen seiner Größe sofort aussortiert zum Viehfutter, kommt überhaupt nicht in die Handelskette. Und dann wird er ja noch ausgelesen, wenn ein kleines braunes Blättchen dran ist, dann kommt er in die Warenpräsentation, dann irgendwann im Supermarkt. Wenn er dort einmal gelegen hat, darf er da nicht mal liegen, dann wird er auch wieder aussortiert. Dann kommt er irgendwann zum Verbraucher, in die Gastronomie oder nach Hause. Und wenn er da einmal aufgewärmt ist, dann darf er vielleicht auch nicht mehr aufs Buffet gelegt werden. Oder man hat plötzlich eine Einladung zum Essen und schmeißt die Reste vom Vortag weg. Also es ist ein gewaltiges Ziel auch für uns. Und bei dem Thema Nahrungsmittel denken wir nicht daran. Heute möchte ich mich allerdings auf ein Ziel scheinbar beschränken. Das ist das Thema Klimaschutz. Und anhand dieses Themas klar machen, wie die Systematik dieser SDGs, dieser Sustainable Development Goals, aber trotzdem wirkt. Denn wenn man erstmal anfängt, in Nachhaltigkeitskategorien und in der Systematik von Nachhaltigkeit nachzudenken, kommt man automatisch, egal mit welchem Zielbündel man anfängt, man nimmt sich da vielleicht 3, 4 nur raus, automatisch zum nächsten und zum übernächsten Ziel. Und insofern ist das, wo man vielleicht am Anfang denkt, mein Gott, ich bin ja total überfordert mit diesen 17 Dingern, wie soll das gehen? Und dann gibt es noch 165 Unterziele, die vereinbart worden sind. Wie soll ich das alles hinbekommen? Es reicht eigentlich, wenn man mit einigen anfängt. Ich fange mal heute an und gehe das Thema von der Klimaseite aus an. Ich könnte das genau den gleichen Vortrag haben und nehme den Einflusswinkel von der Wasserseite, von der Ernährungsseite, von der Überbevölkerungsseite, von der Armutsseite, wie auch immer. Und im Laufe meines Vortrages möchte ich dann mit 5 Vorurteilen aufräumen, die man dann immer hört, wo man dann sagt, ja, Klimaschutz, tolles, habe ich begriffen, muss ja wohl sein, aber es geht ja nicht. Und diese Ausreden, die kennen Sie vielleicht manchmal vielleicht sogar aus sich selber oder aus dem Freundeskreis, aus den Zeitungen, das ist nicht bezahlbar, das ist viel zu teuer. Klimaschutz lohnt sich für ein einzelnes Unternehmen, für eine Region oder eine Institution dann doch nicht, lässt sich also deswegen nicht umsetzen.
Oder diejenigen, die sagen, ja, ist irgendwie alles ganz fromm und ganz gut gedacht, aber wenn man dann doch sich weiterentwickeln will und Wirtschaftswachstum haben will, dann werden sie doch irgendwie steigen, vielleicht ein bisschen schwächer, aber es wird immer mehr werden. Dann gibt es die Vierten, die sagen, naja, ich finde es ja gut, dass viele sagen, man müsste genügsamer werden, aber das will ja eigentlich keiner, das kann auch kein ernsthaftes Ziel sein, was man verfolgen kann. Auch das wird nicht Erfolg haben. Und dann letztlich dann noch diejenigen, die sagen, das betrifft uns das eigentlich gar nicht, das ist eigentlich was für ganz andere Regionen von der Welt, die sind gefährdet. Die kriegen Hochwasser oder Dürren, aber wir hier im gesettelten Mitteleuropa haben dieses Problem. Und ich möchte in diesem Vortrag in vier Schritte gliedern, einen kurzen Blick zurückwerfen. Wer vielleicht beim letzten Mal, als ich gesprochen habe, da war, der wird an der Stelle einiges wiedererkennen. Also seit wann sprechen wir von Nachhaltigkeit und wie ist Nachhaltigkeit in der Systematik des Denkens überhaupt in unser Leben hier gekommen? Das zweite, Energie- und Klimawandel. Wie hängen die zusammen und wie groß ist das Problem eigentlich? Denn das Merkwürdige ist, das werden Sie nachher merken, dass die Frage danach, was kostet das eigentlich, ist das zu schaffen, ist es nicht zu schaffen? Und man dann sagt, ja, wie groß ist es dann eigentlich? Fast keine Vorstellung darüber sind und versuchen eine Vorstellung da mitzugeben. Das dritte dann, was passiert, wenn wir scheitern? Denn die Frage stellt sich natürlich genauso gut andersrum. Das eine ist ja der Weg zu sagen, ist das machbar, ist das nicht machbar, aber man muss sich natürlich auch überlegen, was sind die Konsequenzen, wenn wir sagen, das ist nicht zu schaffen. Und last but not least, was ja dann ganz entscheidend ist, was gibt es jetzt zu tun? Und die ersten drei Punkte sind so die eine Hälfte des Vortrags und die andere Hälfte werden dann Lösungsmöglichkeiten sein. Also nicht, ist nicht einer von den Vorträgen, wo man dann hinterher rausgeht und zum Schluss dann auch mal drei Minuten Blick in die Zukunft und ins Tun gemacht und man geht dann genauso ratlos raus, wie man reingekommen ist, nur dass man die Fragestellung besser begriffen hat. Das soll die zweite Hälfte sein. Aber legen wir mal los, ein kurzer Blick zurück. Seit wann sprechen wir von Nachhaltigkeit? In Deutschland ist sicherlich der Ziehvater der Idee, der immer wieder genannt wird, Hans Karl von Carlowitz. Hans Karl von Carlowitz vor 300 Jahren mit diesen Nachrichten über die Aufzucht von Bäumen. Karl von Carlowitz war kein Ökologe. Er war Oberberghauptmann, wie Sie sehen, und er hatte vom König von Sachsen den Auftrag, nach den schweren Kriegsschulden, die abzutragen waren, sicherzustellen, dass der Bergbau in Sachsen funktionierte. Und das Hauptkonstruktionsmaterial, der Hauptenergielieferant, der Hauptwerkstoff für Werkzeuge, Rutschen, Zahnräder und für Transportmittel, Kutschen, war Holz. Und er sollte also sicherstellen, dass die Holzversorgung ausreichend ist, damit dann der Bergbau funktionieren kann und dann eben der Abbau der Kriegsschulden durch Sachsen so vonstatten gehen kann, dass das Land dabei nicht pleite geht. Er hat sich umgeguckt, wie andere in ihren Wirtschaftstheorien und auch in der Bewirtschaftung des Waldes vorgehen. In Frankreich traf er Colbert, der damals über die Bon Usage de la Nature nachdachte, und in England auf Ideen von John Evelyn. John Evelyn war einer der Begründer der Royal Society. Der machte sich Gedanken darüber, wie das Empire genügend Holz haben könnte, vor allem um Kriege zu führen und diese Riesenflotte aufrechtzuerhalten, die der Grund war für den Reichtum von Großbritannien, jederzeit auf der Welt in der Lage war, Kriege zu führen, die Armeen zu transportieren und dann anschließend natürlich aus den Kolonien die Güter zu transportieren. Und der Kern seiner Aussage war eigentlich, der Wald muss in einer Balance gehalten werden. Wir dürfen nicht mehr entnehmen, als entweder von selber nachwächst oder als wir nachpflanzen. Das ist also dieser Gleichgewicht, dieser Balance-Gedanke eigentlich sein Werk geprägt hat. Jetzt mache ich einen Sprung um 300 Jahre in unsere Zeit zum Club of Rome 1968. 1968 wurde der Club of Rome begründet. Man hatte eine Tagung veranstaltet in Rom zu der Frage, können wir so weiter wachsen oder gibt es da nicht doch irgendwann Grenzen? 1968, alles war im Aufbruch, die Wirtschaft lief gut nach dem Zweiten Weltkrieg, der Wiederaufbau lief auf vollen Touren und die Tagung endete eigentlich in einem Desaster. Die einen sagten, die Fragestellung an sich ist schon völlig bekloppt. Wir fliegen gerade zum Mond, wir bereiten Apollo 11 vor, wir wollen die Menschen auf den Mond schicken. Wir sind kurz davor, die Atomkraft für uns so nutzbar zu machen, dass wir sie auch im häuslichen Keller werden einsetzen können. Das waren so die Idee, jeder kauft dann nur noch so eine kleine Uranpille, man steckt die dann in die Heizung zu Hause und dann hat man 5 Jahre Energie. Also der Fortschrittsglaube war unheimlich ausgeprägt und man hatte das Gefühl, man könnte eigentlich mit unendlich viel Energie und unendlich viel technischen Ideen alle Probleme dieser Welt.
Dann gab es die anderen, die mehr so von der Systemseite sagen, aber so funktionieren Systeme gar nicht. Ökonomie funktioniert auch nicht so, aber Ökologie funktioniert nicht so. Sondern wenn man ein System zu stark am Wachsen hat, dann gibt es irgendwann gefährliche Kipppunkte, wo so ein System ins Wanken gerät. Wenn wir also zu viele Fische aus dem Meer entnehmen, dann kann es irgendwann Fortpflanzungsprobleme geben. Wenn Arten sterben, kann vielleicht plötzlich eine wichtige Art sterben, weil wir sie so dezimiert haben, dass der Rest auch noch weggefressen wird und die Nahrungskette bricht zusammen. Ein See kann umkippen, wenn zu viele Schadstoffe reinkommen. Die Atmosphäre kann umkippen, wir können zu viel Öl entnehmen und plötzlich funktioniert unser Wirtschaftssystem nicht mehr und. Und der Abend, wie gesagt, endete ein Desaster. Man konnte sich nicht einigen und bei einem Abendessen in Rom am selben Tag saßen dann mehrere Leute zusammen, leckten die Wunden und sagten, wir gründen jetzt einen Club. Das war die Geburtsstunde des Club of Rome und wir erforschen das doch mal ganz gründlich und philosophieren nicht über das Thema. Und das ist der Forschungsantrag, da würde heute kein Wissenschaftler auch vom HWK, kein Gast noch irgendwie Knete bekommen zur Problematik der Menschheit. Heute sind ja diese Forschungstitel meistens schon 3-4 Zeilen lang, genau beschrieben wird, was es da eigentlich geht. Hier ging es um die Problematik der Menschheit. Was war die Idee? Die Idee war, zum ersten Mal ein EDV-Programm laufen zu lassen, wo man versucht, die komplexen Wirkungszusammenhänge des Systems Erde abzubilden und dann massenhaft Szenarien durchzujagen. Das Buch, was dann entstanden ist, wo die Arbeitsergebnisse drin zu finden sind, jetzt die Batterie alle, die Arbeitsergebnisse drin zu finden sind, und jetzt hängt der Computer auch noch, gar nicht schlecht, ne? Okay. So ist das mit System. Also, ich mache einfach einen Neustart. Ich kann dieses Gerät übrigens nicht empfehlen bei der Gelegenheit. Das ist der neue Apple und dann das neue MacBook, was zwei große Nachteile hat. Erstens, es ist USB-C dran, ein Stecker, den garantiert niemand hat, nur Apple. Ich glaube, sie leben auch von dem Verkauf von diesem kleinen Übergangsgerät, von diesen Adaptern. Und das zweite ist, er stürzt leider relativ häufig ab. Ich habe vorher extra einen Neustart gemacht, ein Programm geschlossen, aber es ist so. 1972, also dann die Veröffentlichung Grenzen des Wachstums des Club of Rome, das waren dann die Arbeitsergebnisse aus diesen Szenarien. Ein wahnsinnig dröges Buch, jetzt muss ich wahrscheinlich ein Kennwort eingeben, ein wahnsinnig dröges Buch, was einfach voll ist von Kurvendiskussionen, also ein Buch, was heute unverkäuflich wäre. Keine bunten Bilder, nichts Schönes, aber damals 30 Millionen Mal produziert, in 30 verschiedenen Sprachen erschienen und das wirklich als trockenes Wissenschaftsbuch. Die Kernaussage war damals, es gibt Grenzen. Und diese verschiedenen Szenarien, die man einfach durchgespielt hat dann mit dem Computer, die führten zu der Grundaussage, dass man sagte, wenn wir das wahrscheinlichste Szenario nehmen, nämlich die Menschen ändern ihr Verhalten nicht, die ändern ihr Verhalten nicht, dann werden wir es erleben, dass wir unter anderem, und das war nur ein Szenario, 2010, 2020 wahrscheinlich Peak Oil erleben werden. Peak Oil, das ist nicht der Zeitpunkt, wo Öl alle ist, wie dann die Kritiker gesagt haben, sondern Peak Oil ist der Zeitpunkt, wo wir mehr Erdöl verbrauchen, als, jetzt wird es ja richtig spannend. Okay. Zack. Es war also voll mit solchen Kurven, Peak Oil als den Punkt, wo nicht das Öl alle ist, sondern der Punkt, wo wir mehr Öl verbrauchen, als wir wirtschaftlich sinnvoll nicht alle explorieren können. In der Zeit leben wir vielleicht gerade, das könnte also durchaus sein, dass also dieser Zeitraum, der angegeben wurde, 2010, 2020, dass wir gerade drin sind, aber das ist wirklich nicht das Kernproblem. Auch beim CO2 ist das Öl nicht das Hauptproblem, wenn wir das Öl weglassen, würden nur die Kohle verbrennen, die wir haben, dann haben wir auch schon 7 bis 8 Mal so viel CO2 in der Erdatmosphäre von dem, was die Erdatmosphäre vertragen könnte, bevor die Systeme durcheinander geraten. Das war nicht die Kernaussage. Die Kernaussage war eine ganz andere, nämlich, dass wir im Jahr 2050, wenn wir so weitermachen wie bisher, 3 Erden brauchen, für die dann wahrscheinlich 9 bis 10 Milliarden Menschen, die auf dem Planeten leben werden im Jahr 2050. Dass wir also die Regenerationsfähigkeit unseres Planeten
derartig stark überstrapazieren, dass er eben nicht mehr in Gleichgewichtszustände kommt, sondern abschwirrt. Und die Kunst, und damit beschäftigt sich der Club of Rome, das ist der letzte Satz zum Club of Rome, seit diesem Beginn, seit Anfang der 70er Jahre, immer wieder und immer wieder auf neue, mit der Frage, wie schaffen wir das, dass wir dann mit etwa 10 Milliarden Menschen im Jahr 2050, das ist in einer Generation, mit einem Planeten auskommen. Zur Größe des Problems. Ja, wie groß ist nun eigentlich das Problem? Wo kommt das CO2 eigentlich her? Und ich fange mal mit der ersten Frage an. Wo stammt es eigentlich her? Das ist eine Mannerschnitte. Eine Mannerschnitte, ich musste selber nachgucken. Ich halte morgen einen Vortrag in Österreich. Und da habe ich die einmal vorhin im Zug noch mit reingezogen. Ich hatte da sonst eine Schokoladentafel. Das sind so Neapolitaner-Waffeln. Und die werden morgen die Kunden der Firma Engi also bekommen. Und wir würden jetzt ein Gummi mal darüber ziehen, ganz normales Haushaltsgummi, und würden das so etwa in die Mitte stecken, 50%. 50% unseres CO2-Problems kommt daher, wie wir Energie herstellen und Energie verwenden. Das heißt, das ist wirklich der Löwenanteil. Wenn man sich diesem Problem zuwendet, dann packt man schon den Kern des CO2 oder des Treibhausgasentwicklungsproblems an. Das ist die Frage, wie wir uns bewegen, wie wir heizen, wie wir unsere Prozessenergie machen, wie wir uns beleuchten und wie wir mannigfaltige andere Anwendungen in Gang setzen. Wenn wir dieses Gummi dann noch ein bisschen rüberschieben, so auf etwa 72%, danke. Ja, super. Perfekt, danke. Nochmal 22-23% weiterschieben. Das ist der Teil, wie wir mit unseren Wäldern umgehen. Holzen wir ab oder pflanzen wir dazu? Haben wir nachhaltige Waldwirtschaft oder haben wir Streichholzwälder? Also wenn die Politik sich konzentrieren würde, zu sagen, gut, wir packen das Klimaproblem an und wir nehmen zwei Dinge in unser Augenmerk. Nämlich, wie verwenden wir Energie und wie stellen wir sie her? Und was machen wir mit unseren Wäldern? Dann hätten wir knapp 3/4 der CO2-Frage im Griff. Und wenn also viele so Ausflüchte machen und sagen, ja, ich muss noch das regeln und das regeln und das regeln, kann man sagen, lass die anderen Sachen erstmal weg. Relativ groß ist noch Ernährung, das sind etwa 7%, dann sind wir schon im Bereich über 80%, und alles andere verteilt sich dann auf die restlichen 20%. Also das muss der Kern einer zukunftsorientierten Politik sein, sowohl national als auch international. Ja, und was würde es dann kosten, wenn wir mal bei dem Thema Energie bleiben, was würde es dann kosten, wenn wir unsere CO2-Emissionen, die wir durch unsere Art des Lebensstils emittieren, vermeiden würden? Ein durchschnittlicher Bürger von Deutschland, aber das gilt auch für Länder wie Österreich, Belgien, der macht etwa 9,5 Tonnen CO2 pro Jahr. Und wenn man sagt, das soll man bitteschön jemand für mich wegmachen, und man geht zu einem CO2-Kompensierer, das sind solche Gesellschaften, ich habe mal hier Atmosphäre rausgenommen, Atmosphäre ist so der strengste unter den die deutschen CO2 kompensieren, der nimmt dann zum Beispiel das Geld und sagen wir mal, in Pakistan wird ein Kohlekraftwerk vom Netz genommen, was ausgelaufen ist und nicht wieder durch ein Kohlekraftwerk ersetzt oder nur durch ein Wind- oder durch ein Solarkraftwerk. Und diese Mehrkosten, die am Anfang entstehen für diese andere Technologie, diese CO2-Verminderung, dass das auf Null geht, die wird dann an die Tonnage, die vorher emittiert wurde, verteilt, und wir können CO2-Zertifikate kaufen und also mitfinanzieren, dass an einer anderen Stelle der Welt das, was wir emittieren, rausgenommen wird aus der CO2-Produktion. Und auf dieser Homepage kann man dann sehen, wie sich unser CO2-Mix zusammensetzt. Das sind rund 2 Tonnen Mobilität, Autofahren. Dann, was häufig völlig unterschätzt wird und leider politisch auch in Deutschland unterbelichtet ist, das ist das Thema Heizen und Warmwasser, Wärme, 2 Tonnen. Das ist der zweite ganz, ganz große Bereich. Dann kommt Lebensmittel. Das ist also der Fußabdruck der Landwirtschaft, 1,6 Tonnen, und dann kommt Strom. Wir reden bei der Energiewende permanent über Strom, aber die großen Anteile liegen ganz woanders. Und wenn man dann dort eingibt und sagt 9.500 Kilo, also diese 9,5 Tonnen, guckt dann, was der Preis ist, ich habe das früher häufiger gemacht, dass ich so reingefragt habe, und dann kommt ein Vorschlag, ja, es können 50 Euro sein, es können auch 50.000 sein, oder es können Millionen war das Höchste, was mal gesagt wurde, das kompensieren, da kommt 219 Euro raus. Es würde also kosten 219 Euro pro Deutschen, und wir wären CO2-neutral. Wir wären CO2-mäßig von der Landkarte verschwunden.
Und 219 Euro im Jahr, das ist weniger als 1% des durchschnittlichen deutschen Nettoeinkommens, des frei verfügbaren Einkommens. Also das kann man sich leisten. Und interessanterweise kommen bei volkswirtschaftlichen Berechnungen Ähnliches raus. Da gibt es den Stern Report, es gibt aber auch vom Fraunhofer Institut Nachforschungen, die auch in dieser Größenordnung liegen. Und ich selber habe über 3 Jahre hinweg eine deutsche Klimaschutzstiftung geleitet, die Michael Otto ins Leben gerufen hat, wo 12 große Betriebe mit dabei sind. Telekom, da ist die Bahn mit dabei, Schüco ist mit dabei, Schwäbisch Hall, Puma, Sportbekleidung, die Otto Group und. Und wir sind auf viele, viele Beispiele, auch nicht nur volkswirtschaftlich, sondern auch betriebswirtschaftlich, ein paar werde ich nachher mal einstreuen, gestoßen, wo es in dieser Größenordnung liegt. Also wenn wir 1% mehr ausgeben, oder ich würde es sogar noch mehr einschränken, wenn wir 1% anders ausgeben, dann könnten wir unter der gefährlichen Klimaerwärmung von 2 Grad bleiben. Und das, denke ich, kann und muss Politik schaffen, das schaffen auch Betriebe und das müssen auch wir privat schaffen, sowas zu geben. 1% pro Jahr anders geben als mehr. Deswegen streiche ich mal diese erste Klimaausrede durch. Da gibt es also wirklich diverse Gutachten darüber, dass es volkswirtschaftlich durchaus leistbar ist und dass es in dieser Größenordnung nur ein Umsteuern bedarf. Dritter Punkt, was passiert, wenn wir beim Klimaschutz scheitern? Ich selber bin von Hause aus kein Ökologe. Mein Vater war Eisenhändler. Stahl, Werkzeuge, Maschinen, also technischen Großhandel haben wir. Und bei uns zu Hause wurde nicht viel über Umweltschutz gesprochen. Wir haben Wanderurlaube gemacht, mein Vater hat gesegelt, aber das waren mehr sportliche Ereignisse oder Freizeitereignisse, aber keine ökologischen Ereignisse. Ich selber bin dann im Alter von 15 Jahren, das bin ich, oder war ich, mit dieser Pfadfindertruppe nach Finnland gefahren. Und während also die finnischen Pfadfinder richtig gut trainiert waren und auch ganz tolle Sachen im Rucksack hatten, hatten wir so Stangenrucksäcke mit so einem Tragegestell und eine Luftmatratze da drin und Gummistiefel, weil es hieß, wir müssen durch so ein Bachbett durch, also eine katastrophale Ausgangssituation. Wir deutschen Pfadfinder waren es eigentlich gewöhnt, eher so soziale Dinge zu machen. Als wir nun da wirklich in der Wildnis unterwegs waren, einfach querfeld eingegangen sind, habe ich persönlich das erste Mal gespürt, dass das Umsystem um uns herum eigentlich viel, viel gewaltiger ist und dass das relativ gering ist, was wir so als Individuum anstellen können. Dass aber auf der anderen Seite die Eingriffe, die wir in das System nehmen, wirklich von unheimlicher Brutalität sind. Damals war es dort noch üblich und auf vielen Teilen in der Welt ist ja immer noch üblich, dass man einfach abgeholzt hat. Also wir kamen aus dem Wald raus auf eine Lichtung und dann war plötzlich einfach auf 1-2 Kilometer alles komplett flachgelegt und man ließ es dann einfach nachwachsen. Es wurde nicht neu angepflanzt und man überließ es der Wildnis, dann wiederzukommen. Aber das war eigentlich noch nicht der Funken, der übersprang. Das passierte später erst im Studium, als wir immer häufiger bei Fragen zur Nachhaltigkeit, die haben wir so langsam aufsprießen, das war also Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, häufig die Antwort bekam, ja, wir rechnen jetzt mal in Statistik nochmal so aus, wie wohl der Stromverbrauch in der Zukunft ist, aber irgendwie scheint da was mit dem CO2 zu sein und oder was die Fangflotten in Zukunft an Fischen fangen werden, ja, aber irgendwo gibt es da Populationsprobleme, aber man hatte noch keine Idee dafür, wie man das anpackt. Sowas wie Ökosteuern, Zertifikate und sowas wurde damals noch gar nicht gelehrt. Im Gegenteil, bei meiner Volkswirtschaftsvorlesung waren es wirklich noch freie Güter, kostenlos. Dann ist es nur ökonomisch sinnvoll, die Dinge maßlos zu verwenden, weil sie kosten ja nichts. Ob es jetzt der Deponieraum Atmosphäre war oder bestimmte Rohstoffe wie Luft und Wasser. Das hier sind jetzt heute meine Kinder. Er hat jetzt seinen ersten Job in Vancouver. Sie studiert in der Nähe von, New York, International Economy. Und die Jüngste kommt dann eher vielleicht am meisten nach mir. Die war auch kurz in New York und studiert jetzt in Köln nachhaltiges Design. Die drei haben es gut, ist übrigens nicht unser Haus. Die drei haben es gut, weil sie haben eine gute Ausbildung und deswegen fange ich jetzt hier mal an. Sie werden nachher einfach dauernd diese Icons sehen, ich werde die nicht immer betonen, hier Quality Education. Die drei haben es gut, weil sie haben eine gute Ausbildung, wir haben auch zu Hause über Nachhaltigkeit diskutiert, aber sie sind überhaupt in der Lage zu entscheiden, was für einen Lebensstil sie wählen. Duschen sie viel oder wenig, sitzen sie im Flieger, nehmen sie die Bahn, werden sie Vegetarier, ja oder nein. Also all diese Fragen sind in ihrem Leben, in ihrem Schulleben mal durchdekliniert worden, jetzt tauchen sie im Studium wieder auf und dann sind sie irgendwie irgendwann mal reif genug zu sagen, ich will so leben. Diese Freiheit haben wir hier.
Diese Menschen hier, die sind aufgenommen im Klimahaus in Bremerhaven, die stammen aus Mali, sind Beduinen, die nicht mehr zurückkehren können. Ihr Umsystem hat sich bereits jetzt so geändert, dass sie aus dem Land fliehen müssen. Diese Menschen in Mali haben dort, wenn der Brennstoff Holz aus ist, keine Alternative, jetzt auf Gas umzustellen oder irgendwas anderes. Sie haben keine anderen Lebensstile, die sie wählen können. Sie haben auch nicht unbedingt das Know-how, auf das sie zugreifen können. Da ist keine Niederlassung der örtlichen Sparkasse, wo man mal einen Existenzgründerkredit aufnehmen kann. Da kommt keiner mit einer Pumpe aus Versehen vorbei und will sie einem günstig verkaufen mit einer Solarzelle. Das heißt, für diese Menschen treffen wir die Entscheidung mit. Und ich komme darauf nochmal zurück, dass dieses Element mir ganz, ganz wichtig ist. Das liegt mir wirklich am Herzen, weil das ist eine ökonomisch sinnvolle Geschichte, sich darum zu kümmern, dass das so ist. Aber es macht eben auch aus ethischen, einfach aus Nächstenliebegründen wirklich Sinn zu sagen, ich akzeptiere das, ich muss mich da mitkümmern. Und wir bezahlen das automatisch mit, entweder über irgendwelche Veränderungen der Umwelt oder über Flüchtlinge oder. Das Problem kommt zu uns so oder so. Und in der Art und Weise, wie es auf uns zukommt, versuchen wir erstmal traditionell das zu machen, was wir immer machen, abwehren. Das ist die Grenze zwischen Afrika und Europa, wenn wir nicht das Mittelmeer hätten. Das ist der Grenzzaun in Melilla und Ceuta sind zwei kleine Enklaven im Norden von Marokko, die zur EU gehören und Spanien. Und die Menschen versuchen, diesen Zaun zu überwinden. Es wird demnächst ein Film ins Kino kommen, den ich wirklich sehr empfehle, weil er zeigt den Blick von draußen auf uns. Die Filmemacher, die Idee nicht selber zu filmen, wie die Leute da rein wollen, sondern einem flüchtenden Menschen die Kamera zu geben, der von draußen gefilmt hat, der noch nie einen Film gemacht hat, von draußen gefilmt hat, wie das Leben vor dem Zaun ist und warum die Menschen kommen und wie sie dort leben und wie sie dann versuchen, hier reinzukommen. Und da wird es einem schon so relativ übel, dass man sagt, verdammt nochmal, dafür sind ja wir wohl verantwortlich, das ist ja unser Zaun. Und die Umstände, wie sie in Afrika sind, da sind wir zum Teil auch mitverantwortlich durch unsere Vergangenheit. Und die Menschen versuchen also diesen Zaun zu überwinden, um dann in die EU zu kommen, um dann eben nach unseren Prinzipien dann in ein Flüchtlingsverfahren hineinzukommen, ob sie nun Asylanten sind oder nicht Asylanten sind und. Und wenn man diese beiden Bilder nebeneinander sieht, dann weiß man, wo diese Menschen sich nicht kennen und nichts miteinander direkt zu tun haben, dass ein Konflikt herrscht. Dieses Gefälle zwischen Wohlstand, dieses Gefälle zwischen Lebensperspektiven, zwischen Krieg und Frieden ist so groß, dass die Menschen das werden überwinden wollen. Tiere machen das andauernd. Also ein Vogelzug an nationalen Grenzen festzumachen, käme ja gar keiner auf die Idee. Die gehen halt dahin, wo das Futter und das klimatische Angebot gerade so ist, wie es ist. Und dann gibt es eben diese großen Herden, die über die Territorien hinwegziehen, die Vögel, die ziehen oder Fischschwärme. Für uns Menschen, wir haben ein anderes politisches System gewählt, scheint es normal zu sein. Aber wenn das Gefälle zu groß wird, dann passiert genau das. Es gibt regionale Konflikte und dort gibt es Krieg oder die Menschen, die es rüber schaffen. Das ist jetzt aus meiner Heimatstadt Lübeck, als die ganzen Flüchtlinge auftauchten. Dann haben wir natürlich die Phänomene, die Dinge haben zu kommen. Und deswegen denke ich immer, wenn so viele über Klimaschutz und viele Probleme, wenn Sie sich eine Problemkarte der Welt angucken, wo Wassermangel ist, wo Energiemangel ist, wo Nahrungsmangel ist und liegen darauf eine Karte, wo Konflikte sind, Kriege oder auch Bürgerkriege, dann sind diese Karten im Großteil der Welt, nicht überall, aber in einem ganz Großteil der Welt nahezu identisch. Es ist scheinbar dann auf einer religiösen oder auf einer kaufmännischen Ebene. Tatsächlich ist es aber eine ganz handfeste Auseinandersetzung ums Überleben, um Energie, um Wasser und um Nahrung. Und deswegen betrifft das uns. Ich denke, dass es uns am meisten betreffen wird, immer wieder durch diese Konflikte über Menschen, die dieses Gefälle überwinden wollen und dass wir dann entweder dort aktiv werden oder sie kommen hierher, wie auch immer. Das wird der Haupteffekt des Klimawandels für uns zunächst mal sein im nächsten Jahr. Die klassischen Bilder, ich habe auch jetzt mal auch noch vier klassische Bilder dabei, das sind natürlich die, ach ja, Überschwemmungen und es ist gut, wenn die weit weg sind, wobei die Elbe 3 Jahrhundert, Hochwasser in 10 Jahren. Da muss man auch sagen, es ist kein Jahrhunderthochwasser mehr, das ist jetzt wohl ein Zustand, an dem wir uns gewöhnen müssen. Das hier war dieses Riesenhochwasser vor 5 Jahren in Thailand, wo alle Flusssysteme dann über die Ufer traten und plötzlich gab es keine Festplatten mehr. Weltweit. Weil 50% der Festplattenindustrie in diesen Aufschwemmgebieten dieser Flusssysteme war. Und dann haben es doch viele plötzlich gemerkt. Ich war bei einem deutschen Konzern, habe da mal einen Vortrag gehalten. Und die sagten, ja, wir waren gerade vor der EDV-Umstellung, alle Mitarbeiter geschult, die Bildschirme standen schon da, keine Festplatte. Und
Wir mussten einfach warten, bis es dann ein Jahr später kam und dann konnten wir alle nochmal schulen und, und. Keiner hat primär daran gedacht, dass das Klimaereignis ist, aber es war eins. Oder das hier ist die Autohalde von Toyota in Thailand. Kennt man jetzt nicht unbedingt, dass es Toyotas sind, das könnte zugegebenerweise auch ein anderes sein. Toyota hatte plötzlich das Problem, nachdem das zweimal Toyota passiert, dass sie Versicherungsprobleme bekommen haben, weil die Versicherer dann sagen, tut mir leid, wenn du an solchen Standorten Werke hast, können wir dann nicht mehr versichern. Das passiert auch in vielen Küstenregionen der Welt, dass man das nicht mehr versichern kann. In Lübeck, in der Altstadt, geht das jetzt auch schon los, dass man echt Probleme kann, wenn man am Rand der Trave etwas versichern will. Und wenn man nicht mehr versichern kann, dann kann man ein Gebäude, Bau oder eine Großinvestition industrieller Art in ein Gebäude nicht mehr vornehmen, weil man kriegt keinen Kredit mehr dafür. Weil wenn das Gebäude wegfällt, wegen Hagelschlag, Überschwemmung oder was auch sonst passiert und es ist nicht versichert, ist der Kapitalschaden von dem Finanzierer so groß, dass er dann lieber sagt, dann finanziere ich gar nicht. So hoch kann der Zins jetzt gar nicht sein. Und das haben wir eben bereits in bestimmten Regionen der Welt, dass dort wirtschaftliches Leben wahnsinnig eingeschränkt wird. Und wenn das exponentiell hochgeht, dieses Problem, dann haben wir richtig massive weltwirtschaftliche Probleme. Wir haben aber auch andere Probleme, die sich auch wirtschaftlich auswirken. Das ist zum Beispiel, wenn bei Rotterdam wegen Hochwassern der Flusslauf geschlossen wird. Das eine ist natürlich, dass man damit bei leicht steigenden Meeresspiegeln, das wird jetzt immer mehr und immer häufigeren Starkwindereignissen, versucht das abzuwehren. Das zweite ist aber, dass natürlich bei diesem Vorgehen der Logistikkanal Fluss ausfällt. Ware bleibt in den Häfen, die Schiffe können nicht mehr fahren. Ein gigantischer volkswirtschaftlicher Schaden. Wenn der immer häufiger wird und die Kalkulation der Routen, der Lieferzeiten unkalkulierbar wird, wird es noch teurer. Oder hier, das ist die Bahnstrecke von Hannover nach Berlin. Sie erinnern sich vielleicht, das war glaube ich vor 3 Jahren, als die so untergegangen sind bei den Hochwassern. Nachdem das Wasser weg war, hat es noch 3 Monate gedauert, bis man hier wieder fahren konnte. Das musste erst einmal durchtrocknen und dann musste man statisch untersuchen, ob diese Dämme überhaupt noch halten und ob man darüber fahren kann. Und hätte man die Dämme noch auswechseln müssen, dann wäre es noch länger geworden. Also das sind schon enorme Schäden, wo wir häufig gar nicht so sehr jetzt an Wetter und Klima denken, die jetzt so in zunehmendem Maß auf uns zurücken. Und ich selber komme aus Schleswig-Holstein, aus Lübeck, wo ich mal, Schleswig-Holstein hatte ja mal dieses schöne Motto, Land zwischen zwei Meeren. Was eben auch schnell Land unter zwei Meeren bedeuten kann. Das ist der Kieler Hafen. Der kann auch mal anders aussehen. Und das ist die offizielle Prognose für den Generalplan Küstenschutz. Und da sehen wir 2100, das ist also am Ende dieses Jahrhunderts, also für unsere Kinder hochaktuell, für die Enkel allemal, da leben die, wo sollen die da leben, irgendwas zwischen 20 Zentimetern und 1 Meter. Wir sind im Moment über der oberen Linie, weil die Polkappen am Nordpol noch viel schneller abschmelzen als in den gewissen Szenarien. Also dann werden wir Norddeutsche das in den Küstenregionen erleben. Dann werden wir zu Klimaflüchtlingen werden in diesem Jahr, Ende dieses Jahrhunderts. Alles im Moment rechnet Schleswig-Holstein offiziell damit, dass alles über 80 Zentimeter Meeresspiegel nicht mehr in den Griff zu bekommen ist. Weil selbst wenn wir diese großen Tore haben und die Deiche, die werden ja entsprechend ertüchtigt, regnet es ja gleichzeitig und es muss alles über diese erhöhte Wasserscheide hinausgepumpt werden. Und das ist dann einfach Schluss. Und dann braucht man Entvölkerungspläne und dann können wir unsere Beliebtheit im Süden testen. Wir wissen das alles. Es ist uns bekannt. Und warum passiert es uns aber trotzdem? Wir haben ein Problem, das ist bei uns im Körper eingebaut, dass wir zwei Dinge überhaupt gar keine Rückkopplungsschlaufe haben. Das eine ist, wenn eine Sache weltweit weg passiert. Wir merken das nicht. Wenn wir einen Braten riechen, setzt sich ein Hungergefühl ein. Wenn wir uns kalt ist, fangen wir an zu frieren und streifen uns nahezu automatisch eine Jacke über. Wenn wir Angst bekommen, bekommen wir Gänsehaut und Fluchtmechanismus setzt ein. Wenn es zu heiß wird, geht man in Schatten und, und. Für Dinge, die weit weg passieren, haben wir das nicht. Es gibt keinen natürlichen Mechanismus. Jetzt kommt hier nochmal wieder Quality Education, außer dem Verstand, das können wir lernen, greifen und dann können wir überlegen, ob wir aus dem Erlernten und Begriffenen unser Verhalten ändern. Aber das ist eben nicht automatisch, es funktioniert nur über die Ratio. Und auf dem Weg dazu kommen alle möglichen anderen Dinge, der leckere Braten, die Bequemlichkeit, der Plan fürs nächste Wochenende dazwischen, wo man sagt, eigentlich müsste ich hier grundsätzlich was ändern, denn verstehbar ist das schnell, dass
unsere Produktion und unsere Emissionen, die wir rauslassen, etwas damit zu tun haben, dass der Meeresspiegel steigt und dass es eben Regionen auf der Welt gibt. Hier ist es Tuvalu, die dann einen höchsten Punkt haben von 1,20 Meter, 1,40 Meter, dass die weg sind. Die Menschen werden jetzt ausgesiedelt in Richtung Neuseeland, dort wird nicht mehr begraben. Das ist der eine Effekt. Und der zweite Effekt, den wir auch nicht haben, wenn Sachen unendlich langsam passieren, dass wir das nicht beobachten können und mit eigenen Augen erfassen können. Wenn also ein junger Mensch im Jahr 2001 hier lang geht und denkt, das ist ein Gletscher, dann wird er erst, wenn er aus Erzählungen von den Großeltern oder im Unterricht oder im Studium mal diese Bilder sieht und dann sich überlegt, ja, stimmt überhaupt, wir haben relativ viel Geröllschlag jetzt, wir haben Wasserhaltungsprobleme, wir müssen relativ weit pumpen, wir haben Bachbegradigung, wir haben Ausfälle bei den Skiurlauben und. Dann kommt man erst dahin, dass man sagt, Donnerschlag, die Dinge haben wohl was zu tun. Und so eine Entwicklung ist eigentlich wünschenswert. Aber wieder nur über die Ratio, keine interne Rückkopplungsschleife, die bei uns eingebaut ist. Und deswegen passieren uns die Dinge. Und eine besonders lange Betrachtung ist diese hier, das ist CO2 und Erdtemperatur über 650.000 Jahre, das ist ein Geomar-Institut in Kiel. Da sieht man, ja, wird immer mal so 1-2 Grad wärmer und kälter. Das ist ein Phänomen, das kennen wir. Also diejenigen, die Klimakritiker, die sagen, wo haben wir immer schon mal gehabt, 2 Grad mehr, stimmt. Wir sehen oben, wie das CO2 dazu korrespondiert und dieser Wert, der zischt jetzt oben ab. Das ist das, was wir jetzt an Klimaerwärmung haben. Und früher lagen hier so 80 bis 120, 130.000 zwischen Jahre, zwischen zwei solchen Peaks. Und jetzt machen wir die Entwicklung innerhalb von 100 Jahren. Das ist das große Problem. Ökosysteme, Menschen, Flora, Fauna können sich nicht so schnell anpassen. Wenn man innerhalb von 5000 Jahren mal eine Stadt neu aufbauen muss und baut die dann ein bisschen weiter im Landesinneren oder ein Volk siedelt dann sowieso über mehrere Generationen um, dann geht das ganz relativ moderat. Wenn das innerhalb von 1, 2, 3 Generationen passieren soll, dann können Systeme ganz schnell kollabieren. Und das ist unser Problem. Es ist also auch ganz stark ein Tempoproblem, dass etwas stattfindet in so kurzer Zeit, dass die Anpassungsmechanismen überhaupt nicht dafür vorhanden sind. Was tun? Und damit komme ich dann zur zweiten Hälfte bei der Frage, wie gehen wir vor? Das erste ist sicherlich eine sinnvolle Strategie zu sagen, Rohstoff- und Energieeffizienz erhöhen. Ernst-Ulrich von Weizsäcker hatte erst das Buch geschrieben, Faktor 4, und dann erschien einige Jahre später als ein Bericht an die Klappaufführung das Buch Faktor 5. Wenn man das Buch aber aufschlägt, die Redaktion hat gesagt, er soll das mal nur 5 nennen und nicht Faktor 10, das würde keiner glauben. Wenn man es aber aufschlägt, sind eigentlich lauter Beispiele drin, wie man mit einem Zehntel an Energieeinsatz oder einem Zehntel an Ressourceneinsatz genauso gut leben kann wie vorher. Das eine Beispiel, das kennen wir alle, Glühbirne und LED. Das ist eine Sache, wo man sagt, ja klar, ist logisch, aber wenn man dann sich so umschaut, sind dann schon überall LEDs, sind zu Hause schon überall LEDs und man sagt, Donnerschlag, das System ist ganz schön träge. Ist dann so eine Technik, die jetzt auch günstig zu haben ist, bis sie dann tatsächlich umgesetzt wird. Das zweite sind die Autos. Klar, wir haben Elektroautos, die haben wir in Deutschland, wir haben auch CO2-neutral fahrende Gasautos, aber in Größenordnung 30.000 Stück bei 43. Also wir können das, wir tun das aber nicht, obwohl es durchaus denkbar ist, bereits jetzt nicht nur denkbar, sondern machbar ist, CO2-neutral zu fahren. Aber dann ist es natürlich eine Sache mit den Ladeboxen und die Infrastruktur und da muss man sein Verhalten eventuell ändern. Und. Natürlich können wir auch ganz anders siedeln. Und ich kann nur hoffen, dass die Länder, wo die Bevölkerung sich jetzt schnell entwickelt, in Zukunft so siedeln und nicht so, weil sie im Wesentlichen die Ackerbau stehen. Flächen verstellen, die stadtnahen Ackerbauflächen, die dringend gebraucht werden, um Nahrung herzustellen. Im Moment haben wir noch genügend Nahrung für alle Menschen, wir verteilen sie nur so beschissen, dass es massenhaft Hunger immer noch gibt. Aber wir hätten genügend Nahrungsmittel im Moment zur Verfügung. Wenn wir in die Zukunft schauen, dann wird das knapper werden. Innerhalb von einer Generation werden wir 30% mehr Menschen auf der Erde haben. Dann brauchen wir bei leicht steigendem Wohlstand 40-50% mehr Anbaufläche. Mehr Wasser, trinkbare Art und Weise. Das innerhalb einer Generation, 1 bis 2 Investitionszyklen in der Wirtschaft. Natürlich können wir unsere Gebäude eigentlich so dämmen, dass sie nur noch 1/10 der Energie brauchen. Wir beheizen, die Modernisierungsrate in Deutschland ist bei 1%. Das heißt, dieses Land braucht 100 Jahre, um einmal durchzurenovieren. 2050 wollen wir CO2-neutral sein.
Wir werden das so nicht schaffen. Wir bräuchten also ein Vielfaches, mindestens 4% pro Jahr Renovierungsrate in Deutschland, die wir nicht haben. Wir werden dieses Ziel verfehlen, wenn wir nicht drastisch anders haben. Und dass das geht, zeigen ja sowohl die Renovierung als auch, ich habe hier einen Neubau, der steht oben an der Schlei, das 2-Grad-Haus, das hat Schüco dort gebaut, so mit verfahrbaren Fassaden, wo dann die Fassade mal Wärmedämmung ist und ein Zimmer einfach schließt, also keine Fensterfläche hat. Gleichzeitig aber ist die Fläche, wo geschlossen wird, dann ein Solarkollektor, wo Wärme oder Strom genommen wird. Und diese Häuser brauchen keine Energie mehr, sondern sie liefern einen Energieüberschuss ab. Gibt es auch in Frankfurt, da haben sie ein Haus zum Beispiel gesetzt, oder eine Wohnungsbaugenossenschaft, auf einen Abwasserleiter. Da ist so viel Temperaturdifferenz in den Abwässern, die wir rauslassen, durch Duschen, körperliche Geschichten und beheiztes Abwasser, dass aufgrund dieser Abwasserdifferenz, dieser Temperaturdifferenz, diese Häuser CO2-neutral, sogar mit Energieüberschuss, treiben auch noch Elektroautos mit zum Haus dann, meistern können, oder Eisspeicher und. Also wir haben diese Technologien, aber wir haben es im Moment noch nicht verbindlich vor, es zu schaffen, dass wir 2050 CO2-neutral sind. Das ist also der Bereich der Energieeffizienz. Und das zweite ist dann Bereich, welche Energien sind ein. Da brauche ich jetzt nicht hier Windmühlen zu zeigen und Solarkollektoren, das ist völlig klar. Aber es geht eben um regenerative Energien. Da haben wir eher, sag mal, das heißt, ein technisches Problem und ein massives Machtproblem. Die Herren sind alle nicht glücklich, weil sie gigantische Verluste in ihren Bilanzen haben, weil sie alte Energieanlagen abschreiben müssen. Sie haben keine Zukunft. Das übt natürlich wahnsinnigen Druck auf das politische System in Deutschland aus. Sie sagen, wir wollen diese Verluste nicht haben. Das ist aber immer so. Immer wenn es eine Innovation irgendwo gibt, ob das jetzt vom Kabeltelefon zu einem kabellosen Telefon gibt, das von einer Bildröhre zu einem Flachbildschirm kommt oder sowas, haben wir, dass das der Nicht-Innovator seine alten Anlagen abschreiben kann. Er ist relativ schnell vom Markt verschwunden. Die klassischen Energieversorger in Deutschland haben sehr, sehr lange versucht, den Markt für Kohle- und Atomverstromung weiter durchzuhalten. Die Politik war hin und her und indifferent, also das ist auch eine Katastrophe. Ist dann auch ökonomisch, werden da wahnsinnige Werte vernichtet. Hätten wir vor 20 Jahren gesagt, bis 2030, 2040 wollen wir Energieproduktion CO2-neutral sein, dann hätte man einfach in jedem Investitionszyklus, das ist bei Kraftwerken so 30 Jahre, kriegt man 30 Jahre vorher anfangen, die Ansage zu machen, dass das anders wird, dann kann man den Markt umbauen und dann hat man das nachher ohne irgendeinen Verlust zu machen. Das gleiche gilt für die Autos. Wenn man rechtzeitig sagt, im Jahre 2025 darf nur noch der eine Pendlerpauschale absetzen oder ein Auto gewerblich Kosten Geld machen, wenn es ein CO2-neutrales Auto ist. Wenn man das 10 Jahre vorher bekannt gibt, dann wird die nächste Mobilautopolitik einfach so sein. Wenn ich es aber überraschend mache, innerhalb von 2-3 Jahren, vernichte ich den alten Kapitalstock und habe gigantische Abschreibungen. Nur, wir müssen da so oder so durch. Und wenn wir jetzt zu spät sind, dann nützt das Gejammere auch nichts, dass jetzt die Abschreibungen höher sind. Wenn wir noch später sind, werden sie in kurzer Zeit noch größer werden und dann können solche Märkte auch kollabieren. Im Moment funktioniert das ja noch nicht bei diesen 3 Unternehmen, da funktioniert es im Moment nicht besonders gut, aber es gibt ja diverse neue Anbieter, die gut klappen. Dritter Punkt, Kreislaufwirtschaft weiter voranbringen, scheinbar ein alter Hut. Ich habe nochmal die aktuellen Recyclingquoten rausgeholt von Statista für Haushaltsabfälle und man sieht eben, in einigen Bereichen schaffen wir es mittlerweile 100 oder nahezu 100% des Hausmülls zu recyceln. Es fliegen keine Fernseher mehr auf eine Deponie, werden alle zu Hause oder vorher raussortiert. Das gleiche gilt für Papier und Pappe, unheimlich hohe Recyclingquoten. Das ist zwar auch aufwendig, aber der One-Way-Kanal ist verstopft. Den diesjährigen Preis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, Deutscher Umweltpreis, der ist nahezu dotiert wie Nobelpreis, den hat einerseits der Erfinder des Fairphones bekommen, weil er im Elektronikbereich für sie eine totale Innovation geschaffen hat. Und das zweite ist an ein Unternehmer und eine Wissenschaftlerin im Betonbereich gegangen. Die haben es nämlich geschafft, dass man aus altem Beton auf technisch absolut gleichem Niveau erschaffen kann. Es gibt aber nur 2 Bundesländer, die es bereits zulassen, diesen Beton, das ist Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Alle anderen glauben immer noch, dass Recycling-Beton ein Problem war. Und die Berliner waren besonders mutig. Sie schreiben jetzt vor, man muss Recyclingbeton nehmen, wenn man Beton einsetzt. Also die drehen das System um und sagen, der Normalfall ist Recyclingbeton. Jetzt musst du begründen, warum du es mit Recyclingbeton nicht hinbekommst. Und so müssen wir wahrscheinlich viele Systeme ändern. Ich zeige nachher noch ein paar Unternehmen.
Und was auch interessant ist, die zweite Preisträgerin, die Wissenschaftlerin, forscht darüber, wie wir Betonelemente von einem Haus, was abgebaut wird, oder eine Halle, die abgebaut wird, dass man die so testen kann, dass man die Elemente selber ganz oder in Teilen wieder einsetzen kann zum neuen Bauen. Also nicht erst zerschreddern, klein malen, wieder mit Zement, wenn wir schon was Neues aufblasen, sondern dass man von vornherein sagt, dieses Betonteil ist so stark stabilisierbar und wenn ich jetzt einen Tunnel baue, wenn ich eine Fassade baue, wenn ich eine Halle baue, kann ich dieses Betonteil einfach so wieder einsetzen, ohne überhaupt diesen gesamten Prozess zu machen und gar keine natürlichen Ressourcen mehr einzusetzen. Es ist einfach schon da. Und das sind wirklich Gedankengänge, die brauchen viel Zeit. Und wir haben jetzt insgesamt bei den Hausabfällen ungefähr 50% Recyclingquote. Und das haben wir in gut 20 Jahren geschafft. Kreislaufwirtschaftsgesetz war mit der 90er Jahre. In nur 2 Jahrzehnten haben wir das geschafft. Wir müssen uns jetzt nur vornehmen, in den nächsten 2 Jahrzehnten die andere Hälfte oder zumindest ein gutes Drittel auch zu schaffen. Dann können wir das Problem gut lösen und einen erheblichen Beitrag zu diesen Zielen hier erinnern, dass man also wirklich eine andere Produktionsweise hat, dass man ein verträgliches Wirtschaftswachstum bekommt. Und dass trotzdem Industrie und Infrastruktur weiterentwickelt werden können. 4. Punkt, genügsamer werden. Es gibt ja eine sehr lange Debattenkultur in Deutschland, deutlich über ein Jahrzehnt hinaus. Die ältesten Reports sind über 20 Jahre alt. Ob es nicht besser wäre, wenn wir genügsamer wären, wenn wir einfach weniger Fleisch essen, wenn wir weniger duschen, wenn wir unser Leben entschleunigen würden und, und. Und diese Gedanken finde ich sehr gut, Klammer auf, aber für unser Land, Klammer zu. Natürlich macht es Sinn, weniger Fleisch zu essen. CO2 geht runter. Natürlich macht es Sinn, weniger Mobilität zu haben und. Also diesen Lebensstil zu verändern, das macht für uns hier Sinn. Für die 30% Menschen, die aber jetzt in den nächsten 3 Jahrzehnten dazukommen, ist das kein Programm. Die wollen alle ein Dach am Kopf haben. Die wollen eine frische Wasserversorgung haben. Wasser entsorgt werden, die wollen auch Mobilität, Teilhabe haben, die wollen Ernährung haben, die wollen kommunizieren können und auch. Und all diese Dinge sind mit materiellem Wachstum verbunden. Diese Welt wird leider diese Drittel der Menschheit wie blöd wachsen müssen, weil das passiert in 3 Jahrzehnten. Also die eigentliche Bevölkerungsexplosion, die ist jetzt richtig im Gange. Und dann brauchen wir eben für diese Menschen, was ich vorhin schon mal sagte, etwa 50% mehr an Infrastruktur, 50% mehr an Essen und Trinken. Weil es 30% mehr Menschen, wenn wir dann noch den Lebensstandard für die Ärmsten der Armen auch gleichzeitig noch ein bisschen anhaben wollen, dann kommt in diese große Ordnung. Und das bedeutet, dass es nicht damit getan ist, genügsamer zu leben, sondern wir brauchen wirklich eine völlig neue Produktionsweise, wir müssen wirklich in Kreisläufen fahren, wir müssen Energie herstellen können, wir müssen uns bewegen können, ohne CO2 zu machen. Wenn wir das nicht hinbekommen, dann haben wir keine Chance, dann kollabiert dieser Planet. Und der Beitrag, ich habe es Ihnen jetzt nochmal für die Lebensmittelseite, wirklich interessant zu sagen, wenn Sie 1 Kilo Kartoffeln erzeugen, dann brauchen Sie 106 Liter Wasser. Wenn Sie 1 Kilo Rindfleisch erzeugen, brauchen Sie im Schnitt 15.000 Liter Wasser. Da sieht man also die Beanspruchung der Ressource Wasser. Ich habe das hier nochmal mit einem anderen, das ist die Ressource Land, auch nach Nahrungsmitteln. Da sehen Sie, wie gut uns die Veganer und die Vegetarier tun. Die leisten wirklich eine wichtige Arbeit. Also da sollte man gar nicht drüber lächeln, sondern sagen, ihr macht es genau richtig, auf die Schulter klopfen und dem Gastwirt sagen, pack mal ein paar mehr vegetarische Gerichte auf deine Karte. Das muss Spaß machen. Und ich finde es toll, dass es immer mehr richtig gute Restaurants ja auch gibt, die nicht nur sagen, wir haben irgendwie so eine Gemüseecke, sondern sagen, nee, ich probiere das richtig. Und ich habe selber mal ein Gala-Dinner miterlebt vom Wissenschaftsministerium in Berlin. Da hat gar keiner gemerkt, dass das komplett vegetarisch, komplett vegan war das sogar. Und am Ende des Essens haben einige gesagt, Mensch, war total lecker, aber war gar kein Fleisch dabei. Stimmt, da war auch gar kein Fisch dabei, war auch gar kein Geflügel dabei. Es war einfach super gut gekocht und satt waren sie auch. Also, das geht und deswegen streiche ich jetzt mal dieses 4. Vorteil mit dem genügsam werden raus. Ich möchte aber nochmal wiederholen, das ist sinnvoll für uns hier in Europa, genügsamer zu werden. Das ist eine gute Strategie. Wir werden die Welt damit aber nicht retten. Wir müssen gleichzeitig sehen, wie wir die anderen Prozesse hinbekommen, damit wir 30% mehr Menschen auf diesem Planet versorgen können. 5. Punkt, Verantwortung übernehmen. Ich habe das ja vorhin schon mal am Beispiel der Menschen aus Sub-Sahara gezeigt, dass wir für diese Menschen Entscheidungen mittreffen. Es gibt aber noch einen zweiten Bereich,
Verantwortung übernehmen, der heißt Zusammenarbeit. Und das möchte ich am Beispiel des Telefons klar machen. Es gibt bestimmte Bereiche, hier ist jetzt Afrika als Beispiel, das kann auch Asien gelten, das kann auch ärmere Regionen in Europa, Lateinamerika sein. Es gibt bestimmte Bereiche, wo wir die große Chance haben, dass gewisse Entwicklungsstadien komplett übersprungen werden. Also von der Bargeldwirtschaft gehen große Teile von Afrika direkt ins Online-Banking per Mobiltelefon. Da werden keine Kabelsachen gebaut, keine Geldautomaten aufgestellt, da werden keine Filialbanken eröffnet, sondern es geht direkt diesen Anspruch. Das ist unheimlich ressourcenfreundlich. Und diese Menschen haben auch kommunikativ das erste Mal dadurch die Möglichkeit, überhaupt zu gucken, wo gibt es denn den besten Preis für mein Gemüse oder für mein Getreide. Früher mussten sie einfach dort vermarkten, wo sie sind. Jetzt können sie einerseits erfahren, wo der richtige Preis ist, der für sie der bessere ist. Sie können sich mit anderen Leuten zusammentun, die auch in die nächste Stadt zum Markt fahren wollen. Sie können zusammen ein Auto mieten und das online buchen und bezahlen. Und sie können in Erfahrung bringen, was sie auf dem Rückweg von dem Markt als Volltour wieder mit zurückbringen können. Also ein wahnsinniger Fortschritt in Effizienz, ein wahnsinniger Fortschritt in Lebensqualität. Funktioniert aber nur, wenn es die Lieferanten gibt, die sagen, ich produziere, entwickle diese Technik, die das möglich macht. Und ich schaffe auch Finanzierungsmodelle, wie diese Technik von dir, von mir zu dir wandern können. Wir machen das zusammen. Und da gibt es eben viele Bereiche, bis hin zum Flüchtlingsbereich. Wenn wir wirklich an die Wurzel der Probleme gehen wollen, dann müssen wir dahin gehen, wo die Flüchtlinge herkommen. Und das kriegen wir nur mit Zusammenarbeit hin, nicht mit Besserwisserei und auch nicht mit Geld schicken alleine. Da muss man wirklich zusammenarbeiten. Und insofern ist dieses Verantwortungsgefühl, drückt sich einerseits in der ethischen Komponente aus, mit Mitgefühl, mit Mitleid und da selber anpacken, aber das Zweite ist eben auch einfach zusammenarbeiten auf Augenhöhe und die Dinge zusammen machen. Und insofern haben diese internationalen Ziele, Partnership for the Goals heißt das letzte, also Partnerschaft für die Erreichung der Ziele, diesen partnerschaftlichen Gedanken ist total wichtig. Und da passen Nationalgrenzen und Mauern zwischen Mexiko und USA gar nicht gut dazu als Lösung. Ja, und letzter Punkt, Geschäftsmodelle neuartig denken. Ich hatte schon mal vielleicht Bahncard vorhin erwähnt. Die Bahn hat, als sie die Bahncard, die grüne Bahncard rausgegeben hat, ein Jahr davor auch grünes Reisen angeboten. Das hat bloß keiner gemerkt. Da konnten nämlich Organisationen, Vereine, Betriebe, Verwaltung auch eine grüne Bahnfahrt buchen, musste man sie aber registrieren und man musste 1% extra zahlen. Und dann hat die Bahn dafür gesorgt, dass die Fahrt CO2-neutral mit Ökostrom stattfindet. Ein Jahr später hat die Bahn das System gedreht und dieser Ansatz ist total interessant. Sie hat gesagt, nee, wir machen das andersrum. Wir entscheiden jetzt, dass jeder, der eine Bahncard kauft, von uns aus CO2-neutral gestaltet wird. Je mehr Bahncards wir draußen haben, umso mehr CO2-freien Strom werden wir einkaufen und die Bahn ist immerhin der größte Stromverbraucher in Deutschland. Also diese Entscheidung der Bahn hat wirklich richtig eine Innovation gebracht. Und dieses für den Kunden mitdenken und diese Entscheidung für den anderen zu übernehmen, ist eben nicht, ja, man kann negativ sagen, eine Vereinnahmung oder eine Entscheidungswegnahme. Positiv kann man sagen, dann nimmt jemand Verantwortung. Der sagt einfach, wir machen das jetzt anders. Die Sparda Bank hier unten, das ist die Sparda Bank Hamburg. Ich habe gesehen, hier in Bremen haben sie ja Sparda Hannover. Ich habe von den aktuellen Sparda-Prospekt noch eingesteckt. Das ist leider immer noch die Wohlfühlbank. Das ist das Signet dazu, also eine Volksbankfarben angestrichene Bank. Man soll sich also wohlfühlen mit dem Konto. In Hamburg geht man einen anderen Ansatz. Die Hamburger Sparda Bank bietet an, dass man entweder eine HSV-Karte haben kann. Dringend nötig. Wird jedermann gebraucht und jede Frau. Oder man kann sich entscheiden für ein Konto, das heißt Sparda Horizonte. Und dann wird das ganze Banking, was man macht, CO2-neutral gestellt. Das heißt, in dem Moment, wo ich mir die Karte kaufe, sorgen die davon, dass die ganzen Belege, die da ausgedruckt werden, die Rechner, die da laufen und, CO2-neutral gestellt werden. Einerseits durch Einsparung, zum Zweiten durch Kompensation. Und jeder, der dieses Club-Paket nimmt, kriegt auch eine Bahncard noch dazu. Das zahlt man also eine einmalige Jahresgebühr, dann ist man Horizonte-Kunde. Das heißt also, ich habe die Möglichkeit, mein Verhalten so zu ändern, indem ich sage, das kann jemand anders für mich lösen. Der Lebensbereich Banking ist CO2-neutralisiert. Also wie mit der Bahncard jetzt wählbar ist, hätte ich gerne CO2-neutralisiert meine Reise, macht die Bahn für einen. Das hier ist die Homepage von Think Planet. Das ist die Residor Hotelgruppe. Dazu gehört Radisson und Park Inn. Das ist eine der größten deutschen Hotelgruppen.
die sagen, wir wollen 30% weniger CO2 haben und waren sehr überrascht, als sie geguckt haben, wo das CO2 herkommt. 50% des CO2s kam aus dem Hotelzimmer, klar, warm Wasser und Licht und was weiß ich. Und die andere Hälfte kam aus einer Etage. Catering, der ökologische Fußabdruck der Landwirtschaft. Und jetzt wird anders gekocht, anders eingekauft, der Schüsseln, wo daraus verteilt wird, die Steaks werden kleiner gemacht, die Gemüsebeilagen anders zubereitet, man berät sich mit seinen Vorlieferern und. Es ist ein völlig alles anderes Herangehen. Puma macht das auch mit seiner Kantine. Es ist ein völlig anderer Einkauf. Plötzlich ist das saisonal, regional. Man spricht wieder mit den Bauern. Man versucht, Tiefkühlketten zu vermeiden oder zu reduzieren. Und es geht auch. Es macht einmal mehr Arbeit, aber wenn das System andersrum organisiert ist, geht es auch wunderbar. Und deswegen habe ich hier dann einen Strich durchgemacht. Also es gibt in zunehmendem Maße richtig gute wirtschaftliche Modelle, die richtig gut funktionieren. Dass sich das nicht lohnt, das stimmt nicht. Ja, und last not least, letzter Punkt, Hürden überwinden. Da kommen wir dann genau an den Punkt, wo sich jeder selber auch in die eigene Nase packen kann. Wenn man mal so die Lebensbereiche anguckt von uns persönlich, aber in der Firma sieht es nicht anders aus, dann brauchen wir Strom, damit sich irgendwie was bewegt, damit es hell wird, Wärme. Wir machen irgendwie Kapitaltransfers zu jedem, was wir kaufen, findet ein Kapitaltransfer statt. Zu jedem Telefongespräch findet ein Buchungsverkehr statt. Das war eigentlich irre, was da draußen an Daten hin und her geht. In dem Moment, wo ich eine Datenanfrage mache, mal schnell bei Google gucken, geht natürlich der ganze Apparat. Dann Hotelübernachtung, die Ernährung und wie wir uns bewegen. Wenn man sich jetzt sagt, ich mache mir mal für Neujahr, 2017 steht vor der Tür so ein Plan und pack mal eins von diesen Lebensbereichen an und sage, okay, Strom kann ich den Stromlieferant wenden, dann richtig radikal wechseln und dann mache ich CO2-Neutralität dort. Ich kann Erdwärme, Solaranlagen einsetzen, ich kann die Bank wechseln, ich gehe zur GLS-Bank, zur Sparda-Bank, Triodos, sind noch nicht unheimlich viele, aber die Angebote sind alle da und die Angebote sind auch nicht großartig teurer. Also mit 1% schaffen sie das alles in diesem Bereich. Hotelgruppen, einfach mal ans Hotel gehen oder mal im Hotel nachfragen. Das gleiche gilt für den Lebensmitteleinkauf, radikal auf Demeter und Naturland handeln, da kommt man mit 1% nicht aus. Das ist auch wahnsinnig aufwendig, was ein Landwirt da leisten muss. Sie kriegen das 1% aber hin, wenn sie ab und zu Fleisch weglassen. Dann haben sie nämlich die großen Kostentreiber auch mit rausgenommen. Oder indem sie eben Autos kaufen, die in der Lage sind, CO2-neutral zu fahren, wenn das Gas CO2-neutral ist, was sie einkaufen, oder der Strom. Oder sie gehen gleich auf die Bahn. Ja, und jetzt habe ich mal so ein paar Icons da reingehauen und zack, 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 sind sie mit meinem Lösen dieses Zielsystems, was die Sustainable Development Goals, die Nachhaltigkeitsziele der UN beschreiben. Da gibt es Bereiche, die sind attraktiv, das ist jetzt bei mir aus der Nähkästchen geplaudert, das ist also ein Auto, was ich jetzt seit 1,5 Jahren fahre, 10.000 Kilometer mit BMW i3 mit Ökostrom, bringen gerade mal 1,2 Tonnen Ersparnis CO2. Also wenn ich nur einmal meine Tochter in den USA suche, ist das alles schon wieder weg. Ist. Also Fliegen ist wirklich die Hölle, wenn Sie da mal auf den CO2-Rechner gehen von der Atmosphäre. So, das ist also ein Beitrag. Der zweite Beitrag, den sieht dann aber keiner. Beim ersten fragen wir alle, wie fährt denn das Auto, ist ja schick. Und wenn sie drin saßen, sind alle ganz begeistert. Ich habe jetzt schon 3 Bekannte, die jetzt auch auf Elektro umgestiegen sind, nachdem sie mal in dem Auto saßen, weil es keiner fassen kann, dass das die neuen Autos sind. Und das ist dann der Heizungskeller. Das ist jetzt eine Pelletsheizung, die ist jetzt schon 10 Jahre alt bei mir im Keller. Das nächste wäre, auf Erdwärme zu gehen. Denn nachwachsender Rohstoff ist meines Erachtens nur eine Übergangstechnik. Naja, und wenn man all diese Dinge, die ich jetzt eben ökonomisch genannt hatte, von der Fahrkarte zur Bank, vom Auto zur Heizung nimmt, dann würde so ein McKinsey-Berater sagen, ideal wäre es doch, wenn wir es zum Schluss schaffen würden, das Bruttosozialprodukt geht rauf und das CO2 geht gleichzeitig runter. Und jetzt zeige ich Ihnen die Kurven für beides aus unserem Industriestaat Baden-Württemberg. Genau das passiert. CO2 geht runter und trotzdem geht der Umsatz oder das Produkt nach oben. Das heißt, seit 20 Jahren läuft das Programm in Deutschland schon. Es läuft nur zu schwach. Aber diese alte Idee, das ist nicht entkoppelbar, wir haben das schon entkoppelt. Und Deutschland ist das ideale Land mit den Ingenieurinnen und Ingenieuren und mit unserem ganzen Komplexitätsdenken, die das schaffen können. Und deswegen finde ich es total peinlich, dass wir es beinahe nicht geschafft hätten, mit dem Klimaschutzplan nach Marrakesch zu fahren. Jetzt haben wir so ein etwas abgehalftetes Ding. Ich habe ihn jetzt noch nicht gelesen, was da alles rausgeflogen ist. Wenn ich aber sehe, was wir im Nachhaltigkeitsrat der Bundesregierung, wo ich 6 Jahre drin war,
sag mal, geliefert haben, was man machen könnte, wenn man dann anguckt, was aus diesen ganzen Verhandlungen dann anschließend rauskommt, dann ist das schon traurig genug, aber dass man dann anschließend nicht mal mehr in der Lage ist, darüber einen Kompromiss oder einen Konsens zu finden, wo wir wirklich Marrakesch gefordert und hier die ganzen Verhandlungen gefordert haben und dann nach Marrakesch beinahe nicht hätten hinfahren können, zumindest nicht ohne Gesichtsverlust. Also, wie bei der Kreislaufwirtschaft, hier auch bei Wirtschaftswachstum und CO2-Reduzierung, das ist alles zu backen. Wir können das, wir müssen es nur viel, viel entschlossener machen. Und insofern habe ich hier die letzte Ausrede, Wachstum, CO2-Emissionen, die sind nicht entkoppelt, da Käse, das geht. Die Kurve sieht nicht ganz so freundlich aus, wie die ich Ihnen gezeigt habe, weil wir natürlich zum Teil auch CO2 importieren. Letzter Punkt, der Chef. Papst Franziskus hat sehr geschickt im Vorfeld der New Yorker Beschlüsse der UN-Versammlung letztes Jahr, hat er dieses Buch auf den Weg gebracht, Laudato Si. Ich kann Ihnen das nur sehr empfehlen, das mal zu lesen, gibt es als PDF, als kostenlosen Download. Das liest sich wirklich sehr, sehr gut und der Papst beschreibt aus einer völlig anderen Perspektive, als ich das jetzt mit Klima und Energie getan habe, beschreibt er die Nachhaltigkeitsprobleme. Sein Ausgangspunkt ist das Thema Armut, Nächstenliebe. Aber die Felder, die er dann abackert und meint, wenn Sie zum Schluss dann sehen, wo führt das Ganze hin, was müssten wir tun, wo führen die SDGs hin, dann kommt doch sehr, sehr viel zusammen. Und das ist wirklich eine schöne Aufgabe, dieses Buch mal zu lesen und zu gucken, wie man es aus einem anderen Winkel aussehen kann. Und er hat wirklich viele Menschen damit begeistert. Und interessanterweise, kurz danach, im August des letzten Jahres, gab es in Istanbul den International Islamic Climate Change Symposium, wo islamische Führer auch ihr Klimaschutzprogramm vorgestellt haben. Und es war nicht die evangelische Kirche, es war die katholische Kirche, die sofort umgehend und uneingeschränkt diesen Plan, dieses Klimaschutz, nicht Abkommen, dieses Klimaschutzforderung der islamischen Kirche begrüßt hat. Also da passiert wirklich auf einem anderen Bereich, der sich also mit Sinn des Lebens und Göttlichkeit und sowas mit Spirituellem beschäftigt, wirklich etwas Positives in den großen Glaubensgruppen dieser Welt. Dann ist Paris geglückt, das wissen Sie, und in der Folge von Paris und Laudato Si ist es dann tatsächlich ja auch im letzten Jahr geglückt, diese 17 Ziele ins Leben umzusetzen. Das Entscheidende ist natürlich, dass wir nicht darüber reden, sondern deswegen habe ich Ihnen diesen persönlichen Klimaschutzplan eben auch gezeichnet ans Herz gelegt, sondern dass wir die Dinge auch tun. Schönen Dank. Also diesen Steuereffekt, den kenne ich auch, kann ich ihn aber nicht erläutern. Also ich kann auch meine private Steuererklärung oder meine gewerbliche, die private geht noch, meine gewerbliche Steuererklärung kann, verstehe ich auch nicht mehr. Das ist auch so eine Komplexitätsfalle. Aber die Möglichkeit besteht, Sie können heute zum Beispiel beim Audi eine Flatrate buchen, dass Sie sagen, ich kaufe einen Audi G-Tron und dann kann man, ich glaube, kostet 20 Euro oder sowas im Monat, dann sorgen die dafür, dass die Gasmenge, die man in sein G-Tron
getankt in einer Anlage im Emsland CO2-neutral aus Überschüssen von Wind- und Sonnenenergie hergestellt wird. Und das CO2, was man dann emittiert, wird praktisch dort aus der Atmosphäre herausgefangen, es ist CO2-neutral. Die Steuersysteme sind in vielfacher Hinsicht nicht darauf abgestimmt. Auch die Bahn hat ein gewaltiges Problem, dass ihre Energieproduktion, die sie für sich selber macht, anders behandelt wird, ungünstiger behandelt wird als die Energieproduktion von anderen. Und es gab sogar dann eine Rückspeiseverordnung, wo man gesagt hat, die Bahn hat ihre ganzen Lokomotiven mit einer Technik ausgerüstet, dass die Bremsenergie wieder zurückgespeist werden kann in die Oberleitung. Und dann kam ein findiger Finanzbeamter auf die Idee zu sagen, das ist ein Kraftwerk, das ist ein typisches Kraftwerk. Und dann wurde tatsächlich jede Lokomotive ernsthaft das Kraftwerk angesehen. Da ist dann auch Herrn Grube mal echt die Zähne aus dem Gesicht gefallen und das ging dann bis ins Bundeskanzleramt, aber das war nicht schnell abgestellt. Und so geht es eben vielen. Ich war mal auf einer Veranstaltung in Neuburg an der Donau, wo ein Bäckermeister erzählte, dass nebenan eine Lackiererei ist, die braucht ganz viel Wärme und Energie und er selber hat durchs Backen ganz viel übrig. Und dann hat er die gute Idee zu sagen, ich verkaufe meinem Nachbarn die Wärme, ich vernichte sie, kriege ich Ärger für und der andere muss sie teuer einkaufen. Dann sagte schon der Steuerberater, das mach mal lieber nicht, weil du hast so viel Abwärme, damit wirst du nämlich Energieerzeuger und dann musst du die gesamte Palette wie RWE und E.ON und sowas steuerlich erklären und musst Emissionsschutzreports machen, musst sie als Kraftwerk anmelden und und. Was aber interessant war, die hatten einen neuen Stadtwerkchef, der kam gerade aus den USA zurück, stammte aus Neuburg an der Donau, der sagte, ich kann Ihnen nicht sagen, wie es geht, das darf ich gar nicht, aber melden Sie sich einfach mal, das Problem ist schon gelöst. Dann habe ich ihn gefragt, wie machen Sie denn das? Dann sagt er, ich darf